Jetzt ist sie mit ihrer Geduld am Ende und in dieser Pressekonferenz platzt es aus Alice Weidel so richtig heraus. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Gestern gab es hier eine Live-Pressekonferenz mit Alice Weidel und Tino Chrupalla zum aktuellen Stand der Dinge. Die Ampel ruiniert Deutschland. Und dort wurde sie am Ende der Pressekonferenz nochmal auf das Thema der EU und dem Dexit beziehungsweise also dem Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und diesen ganzen Themen angesprochen. Und man merkt jetzt hier so richtig, dass es sie langsam nervt, dass ihre Aussagen ständig aus dem Kontext gerissen werden und man immer und immer wieder fast schon wie ein Dogma dieses Märchen verbreitet, dass wenn es die Europäische Union, also in der Form, wie man das aktuell hat, mit diesem riesigen bürokratischen Beamtenapparat in Brüssel, der ja mittlerweile die ganzen einzelnen Mitgliedsländer Milliarden an Kosten jedes Jahr verursacht, dass wenn man diesen Beamtenapparat wieder zurückbaut, auf magische Art und Weise plötzlich die ganze Wirtschaft in der EU zusammenbrechen würde und wir alle in einer unfassbaren Armut enden würden. Ja, das ist dieses Dogma, diese Angstmache, diese Panikmache, die permanent betrieben wird. Und genau hier hat jetzt aber Alice Weidel perfekt darauf reagiert und redet sich so nach und nach so ein bisschen in so einen richtigen Wut, kann man sagen, weil man einfach merkt, dass es sie einfach mittlerweile richtig, gegen den Strich geht. Wir werden das Ganze uns jetzt mal zusammen anschauen und ich werde zwischendurch noch so ein paar Kommentare und Ergänzungen hier hinzufügen, meine Freunde des kritischen Denkens. Und über den Ausstieg aus der EU spricht niemand. Aber man muss bei wichtigen Fragestellungen, beispielsweise auch damals bei dem EU-Beitritt, hätte man die deutsche Bevölkerung fragen müssen. Volksentscheide wurden getätigt, die Deutschen wurden, also in Frankreich zum Beispiel, Franzosen durften entscheiden, die Deutschen durften das nicht. Und wenn die EU gegen elementare Demokratieprinzipien verstößt, und die EU hat Demokratiedefizite auf allen Ebenen, und da ich hier sowieso schon sehr lange rede, würde das jetzt zu einem Vortrag ausarten, aber ich lasse Ihnen gerne mal eine Liste der ganzen Demokratiedefizite der EU zukommen, dass man als Staat wie Deutschland ganz klar die Interessen formuliert und diese Defizite auf der EU-Ebene unbedingt korrigieren muss. Ganz interessant, was Frau Dr. Weidel hier auch sagt zum Thema Volksentscheide bezüglich nicht nur der EU und so, sondern ja auch allgemein ist das ja eine Sache, die von der Partei eben etabliert werden will. So viel zum Thema Demokratie auch, ne? Weil direkte Volksentscheidungen sind halt eben auch die direkteste Form der Einflussmöglichkeiten, die der Bürger eben auf die Geschicke der Politik hat und somit auch eine der wichtigsten Kontrollinstanzen, dass auch alles noch funktioniert, ja? Ich erinnere mich immer an die ganzen alten Griechen von früher und die ganzen Geschichten, die ich gelesen habe, auch um die alten Schlachten und so. Und was die Griechen ja früher, die Athener, die waren so clever. Das waren die, die zuerst auf der ganzen Welt eine Demokratie eingeführt hatten, ja? Und da müssen sich mal all die ganzen Claudia Roths dieser Welt und all die ganzen selbsternannten Demokraten wie Herrn Wüst und so weiter mal ein bisschen Geschichtsbildung aneignen und überlegen, was eigentlich damals das Scherbengericht war. Denn das Scherbengericht war genau das. Das war die letzte Instanz, wo die Bürger immer die Macht hatten, die Kontrolle zu behalten über die da oben. Ja, das ist nichts anderes als eine in Ton gemeißelte, im wahrsten Sinne des Wortes, direkte Demokratie. Wo die dann einfach, wenn ein beispielsweise Machthaber völlig an der Bevölkerung vorbeiregiert hat und weil es ja damals immer auch Probleme mal immer mal wieder gab mit Diktaturen, mit irgendwelchen Imperatoren und so weiter, die dann die Demokratie, die sie aufgebaut hatten, wieder zerstören wollten, hatten sie eben dieses Scherbengericht, konnten abstimmen, haben kleine Zeichen auf diese Scherben gemacht und wenn dann der Diktator eben an der Macht war, dann musste er 10 Jahre raus aus Athen und wurde verbannt, ja. Und das heißt, diese direkte Demokratie und direkte Volksentscheidungen
sind die beste und ursprünglichste Form von Demokratie, die es gibt. Lasst euch also nicht sagen, dass das irgendwie eine Abschaffung der Demokratie wäre. Und man sieht ja auch, ne, Norwegen beispielsweise, die haben ja zweimal, nachdem damals Frankreich ja ein Veto eingelegt hatte, damit Norwegen, die einen Antrag gestellt hatten, nicht zur EU beitritt, ja, hat ja das Volk in Norwegen zweimal dann selbst entschieden, der EU nicht beizutreten. Viele Leute wissen das gar nicht, dass Norwegen genauso wie auch Liechtenstein beispielsweise oder Island gar nicht zur EU gehören. So, und Norwegen hat sich bisher noch nicht wirtschaftlich in irgendeiner Art und Weise in Luft aufgelöst oder so. Weil trotzdem natürlich Norwegen auch am EWR, also am europäischen Wirtschaftsraum mit Freihandelsabkommen und so weiter, auch am EU-Binnenmarkt und so weiter mit teilnehmen kann und die europäischen Unternehmen an Norwegen teilnehmen können und so weiter. Ja, nur ist es halt eben nicht das, was halt eben bei all den ganzen EU-Ländern aktuell wieder passiert, dass man die ganze Zeit und die Bürger eines Landes für die Schulden der anderen aufkommen müssen. Schaut mal hier zum Beispiel, auch letztes Jahr hat die EZB beispielsweise wieder jede Menge italienische Staatsanleihen gekauft, ne? Zum Beispiel im Volumen von 2,4 Milliarden. So, wie greift jetzt aber die EZB hier genau in dieses Konstrukt ständig ein und verzerrt den Markt, ja? Eigentlich hatte die EZB vor der Zinswende im vergangenen Jahr ihre milliardenschweren Anleihenkäufe eingestellt. Ja? Sie hat sich aber zwei Hintertürchen offen gelassen für den Fall, dass mit den Zinserhöhungen die Renditen der Staatsanleihen einzelner Euro-Länder stark steigen sollten. Entsprechende Befürchtungen hatte es vor der Zinswende gegeben. Im Extremfall wäre denkbar gewesen, dass die Finanzmärkte angesichts höherer Zinsen Zweifel an der Tragbarkeit der Staatsschulden einzelner Länder entwickeln könnten. Ja? Was also hier ganz einfach gemacht wird, ist, dass das nicht das eigentliche Risiko, was zum Beispiel von einem Zahlungsausfall von italienischen Staatsanleihen besteht, eingepreist wird durch den Markt, sondern die EZB hier künstlich eingreift und diese Staatsanleihen kauft, damit eben die Rendite nicht zu stark nach oben geht. Weil die normalen institutionellen Investoren und privaten Investoren sich sagen, hey, das Risiko des Ausfalls von italienischen Staatsanleihen ist nun mal höher als das von deutschen. Deswegen müssen wir dort auch leider höhere Zinsen erwarten. Ja? Dann hat aber natürlich Italien wieder das Problem, dass die diese hohen Zinsen nicht zahlen wollen oder zahlen können. Und schwupps springt die EZB ein und kauft diese auf. Und das ist nichts anderes als schon wieder genau diese Quersubventionierung, die hier stattfindet und die eigentlich ursprünglich halt mal nicht angedacht war. Und genau das war jetzt eine etwas längere Umschreibung auch des Problems von dem, was Alice Weigel hier anspricht. Und wenn das nicht gelingt, dann sollte man überlegen, ob man die deutsche Bevölkerung als Ultima Ratio nicht befragen sollte, als ne, in einer Volksabstimmung, ob sie in dieser EU verbleiben möchte, die ja durch supranationales Recht, nationales Recht bricht, also die vertikale Gewaltenteilung eben auch da schon durchbricht und enorme Defizite in der horizontalen Gewaltenteilung hat. Das muss man alles thematisieren und das muss man diskutieren. Und wenn das alles nicht hilft, dann muss man sowieso die Bevölkerung über wichtige Fragestellungen entscheiden lassen. Lassen Sie mich noch eins sagen. Die Menschen hätten auch damals, die Deutschen hätten damals beim Euro-Beitritt mit allen Konsequenzen befragt werden müssen, ob sie auf ihre deutsche D-Mark verzichten wollen, mit allen Konsequenzen. Nein, sie wurden erstmal nicht gefragt und zweitens wurden sie angelogen. Sie wurden angelogen vom damaligen Kanzler Helmut Kohl und von dem Finanzminister Theo Weigel. Und zwar wurde den Deutschen versprochen, dass Deutschland niemals für die Schulden eines anderen Staates haftbar zu machen ist. Und das war die Voraussetzung, auch die Gesetze und das politische Versprechen, dass Deutschland überhaupt diesem Wahnsinn beigetreten ist. Weil ich kann Ihnen sagen, eine Währungsunion aufgespannt über verschiedene Volkswirtschaften mit verschiedenen öffentlichen Haushalten ist ein Allgemeingut, ein Gut der Allmende. Das heißt, jeder kann sich bedienen, niemand muss es pflegen. Und dementsprechend sind uns die gesamten Haushalte auseinandergeflogen. Das perfekt zusammengefasst, nur noch mal ganz kurz zur Erklärung, ne? Öffentliches Allgemeingut. Ja, man könnte es auch ganz einfach erklären und sagen, schaut euch einfach mal bei euch hinter der Wand hier
das Klo an, die Toilette, die ihr zu Hause habt, ja, und wie sauber diese Toilette ist, und dann als Vergleich eine öffentliche Toilette an der Autobahn und wie sauber diese ist, ja. Also, daran sieht man ganz klar diesen eklatanten Unterschied. Und dass überhaupt Alice Weidel eine der wenigen ist, für die das scheinbar überhaupt noch von Belang ist, dass nämlich die Währungsunion schon lange zu einer Schuldenunion geworden ist. Alle anderen haben das doch schon längst akzeptiert und nehmen das einfach für völlig als gegeben hin. Das interessiert dort auch in der ganzen EU scheinbar niemand mehr so wirklich von den klassischen Altparteien. Und deswegen finde ich das umso wichtiger, dass es wenigstens eine Partei gibt, die das eben nach wie vor noch für einen Vertragsbruch hält und die nach wie vor noch sagt, hey, eigentlich müsste man das mal endlich hier vernünftig reformieren. Ja, dann gibt es dann noch eine Nachfrage, ja, von der Reporterin, wo sie halt sagt, dass, wenn Deutschland jetzt aus der EU und so weiter austreten würde, durch den Dexit, die Wirtschaft hier einbrechen würde. Und darauf reagiert Alice Weidel dann wiederum so. Frage erkenne ich, dass ich es möglicherweise nicht gut erklärt habe. Wie sieht das Zielbild aus einer Europäischen Union? So, und daran entbrennt sich ja diese Frage. Ich habe ja die Diskussion, wir haben das ja auch alle gelesen, durch die ganzen Verdrehungen und Übertreibungen sämtlicher Medienvertreter wurde ja auch gar nicht genau hingeschaut, was ich eigentlich gesagt habe. Das Zielbild einer Europäischen Union ist nicht dieser bürokratische Überbau mit irgendwie 35.000 Beamten, die man komplett rausschmeißen kann. Wir brauchen das. Wir brauchen diese Leute nicht. Wir brauchen auch diesen bürokratischen Wasserkopf nicht. Wir brauchen die Einmischung in die Eigentumsbereiche, in das Privatleben der Menschen nicht. Wir brauchen die EU nicht. Wir brauchen keine Verordnung zum Verbrennermotor und. Das braucht niemand. Wir brauchen diese Beamten nicht. Was wir allerdings brauchen für die Europäische Union, ist ein Rückbau der Europäischen Union. Dann brauchen wir eine Ausformung, eine Rückgabe der Souveränität an den Nationalstaaten. Und das Gefäß, was uns alle vereint, ist der gemeinsame Binnenmarkt. Also der freie Handel würde ja bestehen bleiben. Und dementsprechend muss die EU auch so reformiert werden, dass wir zurückkommen auf ein Level, dass wir freien Handel betreiben können und uns vielleicht in wichtigen Fragen, beispielsweise der Sicherheitspolitik, der Grenzsicherung, da ist ja bis heute nichts passiert, dass Schengen nicht funktioniert, also die gemeinsame Außensicherung der EU-Grenzen bei gleichzeitiger Öffnung der Binnengrenzen, da stellen wir nach 30 Jahren fest, dass das alles auf dem Papier existiert und überhaupt gar nicht funktioniert und vor allen Dingen auch jetzt überhaupt gar keine Maßnahmen ergriffen werden, das irgendwann mal umzusetzen. Ich will damit sagen, in den Bereichen, wo die EU nur ein Mindestmaß an Sinn gemacht hätte, ohne die Bürger, die Unternehmen, die Haushalte permanent zu stören und abzuschröpfen, da hätte man wirklich mal in die gemeinsame Außensicherung investieren können. Aber gerade das, wo sie Sinn gemacht hätte, wurde unterlassen. Darum lasst uns doch einfach zusehen, dass das ganze Ding günstiger wird, die Beamten raus, und zurück zu den souveränen Nationalstaaten, weil nämlich dort auch die gewählten Parlamente sitzen. Das ist Demokratie pur und auch Standortwettbewerb innerhalb der Europäischen Union. Und was wir brauchen, ist ein gemeinsamer Binnenmarkt. Aber die EU brauchen wir so in dieser Form nicht, nein. So, und wer das jetzt immer noch nicht kapiert hat, immer noch nicht verstanden hat, der will es scheinbar einfach nicht verstehen, ja. Der glaubt halt einfach permanent immer noch diesen scheitert der Euro, scheitert der Europa-Mantra beziehungsweise Dogma. Der glaubt halt wirklich, dass wenn die ganzen Bürokraten halt in der EU, ne, wenn die auf einmal wieder einen vernünftigen, normalen Job selbst nachgehen müssten, ja, und wenn diese Milliarden an Zahlungen und so nicht mehr existieren würden, ja, dass dann in irgendeiner Art und Weise unsere Wirtschaft zusammenbrechen würde. Das ist doch so ein... Glaubt ihr wirklich, unsere Wirtschaft würde zusammenbrechen, wenn wir auf einmal wieder Plastikflaschen hätten, wo man die Deckel einfach abschrauben kann und abmachen kann? Ja? Oder brauchen wir unbedingt eine EU, die uns das verbietet und sagt, nein, ab jetzt müssen alle Deckel per Vorschrift halt eben festgeklebt sein, dass die nicht mehr abgehen und die Bürger die trotzdem jedes Mal abreißen aus Wut, wenn man aus so einer Flasche sonst gar nicht trinken kann. Ja? Und das ist halt genau dieser Punkt. Ich bin selber wirtschaftlich jeden Tag tätig mit überall in der ganzen EU Leuten und Unternehmern aus unterschiedlichen Ländern.
Und eine Sache kann ich euch sagen, ich wäre genauso mit diesen Unternehmern nach wie vor weiterhin tätig, wenn man eben einen gemeinsamen Binnenmarkt nach wie vor hat, wenn man aber die Schuldenunion in der jetzigen aktuellen Form halt einfach nicht mehr aufrechterhält. Ja, und dieser ganze Kindergarten und dieses Märchenmythos, was da permanent aufrechterhalten werden muss von der EU, ne, weil man nämlich einfach versucht, damit seine verfehlte Politik weiter zu kaschieren. Das muss halt wirklich ein für alle Mal ein Ende haben.